Hallo, die Gamio-Produktverfügbarkeit informiert ihre Kunden oder Interessenten, wenn ein ehemals vergriffener Artikel wieder verfügbar ist oder neu erschienen ist. Damit das automatisch funktioniert, richten Sie einen Cronjob ein. Wie das beim Provider Strato funktioniert, zeige ich Ihnen in diesem Video. Schritt Nummer 1: Sie loggen sich ins Strato-Kundenmenü ein, wählen dort Ihr Hosting-Paket aus und finden anschließend in der Menüleiste links den Menüpunkt Datenbanken und Webspace. Dort befindet sich der Untermenüpunkt Cronjobs mit der Option, einen neuen Cronjob anzulegen. Zunächst wählen Sie eine aussagekräftige Beschreibung, Bezeichnung, sodass Sie auch in Wochen noch wissen, um was es bei diesem Cronjob geht, nämlich um die Gambio Produktverfügbarkeit. Der Cronjob soll natürlich aktiviert sein, sonst bräuchten wir ihn nicht anlegen. Start des Cronjobs wird schon von Strato vorgegeben. Und nun erwartet Strato, dass wir einen Kommandozeilenbefehl eintragen. Wo kriegen wir den her? Den finden wir im Gambio Admin-Menü. Und zwar unter Produktverfügbarkeit Einstellungen. Hier unten auf der Seite unter Cronjob die Klee-Variante. Das ist prinzipiell genau der Befehl, wie er auszuführen ist. Also kopieren wir ihn in das Eingabefeld. Und natürlich soll er nicht nur einmalig ausgeführt werden, sondern üblicherweise, Sie wissen besser, wie oft die Bestände aktualisiert werden, aber üblicherweise würde ich sagen mehrfach täglich. Das ist auch nicht stressig für den Surfer. Also kann das ruhig stündlich ausgeführt werden. Ein Laufzeitende brauchen wir nicht und eine gesonderte Benachrichtigung an Sie als Webspace-Paketinhaber brauchen wir auch nicht. Speichern. Nun beobachten Sie bzw. tragen sich selbst als Empfänger ein anhand eines Testartikels, bei dem Sie dann den Bestand auffüllen. Kontrollieren Sie, ob Sie die E-Mail erhalten. Sollte es Probleme geben, kann es sein, dass Strato eine etwas andere Angabe des Kommandos wünscht, nämlich nicht nur PHP, auch wenn das so bekannt sein sollte, sondern tatsächlich mit Pfad zur Binary, das heißt im Normalfall slash USR PHP und gegebenenfalls dafür dann nicht den absoluten Pfad zur Skriptdatei, also genau das Umgekehrte, jetzt hier den absoluten Pfad raus und dafür das Ganze relativ gestalten. In der Form ist es auf jeden Fall erfolgreich getestet, wobei hier davon ausgegangen wird, dass Ihr Shop im Wurzelverzeichnis des Webspace liegt. Wenn Sie sich via FTP mit Ihrem Shop verbinden, also zum Beispiel FileZilla, und da zunächst ein Verzeichnis namens Shop liegen würde, dann würde hier der relative Pfad mit Punkt Slash Shop beginnen. Das kann ich Ihnen leider nicht pauschal sagen, was hier richtig ist, aber für die gängigen Fälle sollte das so genügen und der Cronjob sich fortan darum kümmern, dass automatisch die E-Mails bei Wiederverfügbarkeit oder Neuerscheinen von Artikeln an die entsprechenden Interessenten gesandt werden.